Der Hafen von Beirut, 9 Monate nach der verheerenden Explosion vom August. Wenige Teile des Geländes sind mittlerweile von Giften und hochreaktiven Chemikalien gesäubert. Ein Schiff soll 59 Container, die Gefahrgut enthalten, zum Entsorgen nach Deutschland transportieren. Das ist erst der Anfang. Es ist ein erster Schritt, um den Hafen zu reinigen. Es muss noch viel passieren. Ich hoffe sehr, dass die nächste Regierung eng mit der internationalen Gemeinschaft zusammenarbeitet, um die Versprechen zu erfüllen und um auf Worte Taten folgen zu lassen. Bei der tragischen Explosion am 4. August waren 2750 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert. Mehr als 200 Menschen kamen ums Leben. Teile Beiruts lagen in Schutt und Asche. Viele Menschen wurden obdachlos.